Hungrig. Hungrig bedeutet, dass man das Verlangen nach Nahrung hat, dass man ein starkes Bedürfnis danach hat, zu essen. Hungrig bezeichnet man also jemanden, der Hunger hat. So gibt es einen hungrigen Menschen, einen hungrigen Wolf, einen hungrigen Hund. Wenn man also das Bedürfnis hat zu essen, dann ist man hungrig. In der gehobenen Sprache kann auch hungrig bedeuten, dass man begierig auf etwas ist. Man kann zum Beispiel sagen, dass jemand hungrig nach Anerkennung ist, dass jemand hungrig nach Freiheit ist. Menschen können auch hungrig nach Liebe sein und hungrig nach Zärtlichkeit. Bist du wirklich hungrig oder hast du einfach nur Appetit? Wenn du dazu neigst, Übergewicht zu haben, dann kannst du manchmal überlegen, hast du wirklich Hunger oder einfach nur Appetit oder hast du einfach nur Gier? Manchmal hilft es, einen Moment innezuhalten, ein paar Mal durchzuatmen, ein Mantra zu wiederholen und dann ist diese Begierde weg. Man sollte dann essen, wenn man hungrig ist und nicht nur dann, wenn man Lust auf Essen hat. Swami Sivananda sagt sogar, das Geheimnis für Gesundheit und Lebensfreude ist, immer ein klein wenig hungrig zu bleiben. Ein klein wenig hungrig zu bleiben hält einen wach und sorgt dafür, dass man nicht zu viel isst. Sei aber hungrig nach Gott. Manche Menschen haben einen übertriebenen Hunger nach Essen, manche haben einen übertriebenen Hunger nach Anerkennung, manche sind hungrig nach Liebe von anderen. Wenn du aber zu hungrig nach Liebe bist, zu hungrig nach Anerkennung, rennen Leute weg vor dir. Dein wirklicher Hunger kann nur gestillt werden in Gott. Sei dir bewusst, dass die verschiedenen menschlichen Begierden letztlich eine Sehnsucht des Menschen ist nach Gott. Die Begierden des Menschen können niemals gestillt werden auf materielle Weise, auch nicht auf emotionale Weise. Sie ist ein Ausdruck daran, dass der Mensch absolute Liebe haben will, vollkommene Freude, vollkommenes Wissen, eins mit allem sein will. Sei dir bewusst, dass die verschiedenen Leidenschaften letztlich aus dem Hunger nach Gott beruhen. Und daher stärke deinen Hunger nach Gott, indem du hungrig bist nach Gott, erfährst du Gott immer mehr. Und all deine Leidenschaften und all deine Gier wird ihre Erfüllung finden, wenn du Gott verwirklichst.